Bewegung ist eine super Möglichkeit zu lernen, vielleicht die beste. Und das lernt man schon als Kind, sieht man das, oder? Die springen und machen und fangen es, oder weil sie über die Bewegung lernen. Und was man lernt, ist die Außenwahrnehmung und die Innenwahrnehmung. Ich lerne mich zu orientieren und ich erlebe mich dabei selber. Ja, auf die Frage, was ich für Übungen im Alltag machen kann, gibt es eine Antwort. Der Alltag ist die Übung. Also alles, was ich mache, ob ich jetzt gehe, die Treppe rauf oder runter, ob ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ob ich koche oder Auto fahre, dort kann ich üben. Und die Übung zeigt sich in der Qualität, also wie ich es tue und nicht was ich tue. Es ist wie beim Sprechen, oder? Ich kann im Alltag kann ich sprechen, so wie jetzt. Und die Qualität des Inhaltes und des Formalen, das ergibt sich ja durch, wie ich spreche. Ja. Bewegungslernen ist meistens, wenn junge Menschen Familie haben und mit dem Sport aufhören, oder, dann hört das Bewegungslernen auf. Und das kann natürlich immer weitergehen. Und die asiatischen Länder machen uns das vor mit dem Yoga in Indien und dem Tai Chi oder in China. Und da kann man jederzeit wieder ansetzen. Und das im Alter ist halt dann ein Unterschied, ist es 40, 60 oder 80, oder da gibt es verschiedene Motivationsgrundlagen, verschiedene Dinge, die Freude machen. Aber das Wichtigste ist, dass man beginnt wieder zu bewegen und dass man Spaß dran hat und dass man intelligente Bewegungen macht. Ja. Wenn ich trainiere, immer das Gleiche nur wiederhole, ja, dann lerne ich nichts dazu. Also das Alleinstellungsmerkmal der Spiraldynamik besteht darin, dass wir die Natur und die Evolutionsgeschichte ganz genau studiert haben und gesehen haben, dass die Helix, die Spirale, so ein Grundbaustein in der Natur, in der Bewegung ist, durch die ganze Evolutionsgeschichte hindurch eben bis zum menschlichen Körper. Und beim Mensch zeigt sich das im Ellbogen, in der Drehung links, rechts, beim Kreuzbändern. Und diese praktisch Strukturgrundlage, die nehmen wir dann, um in der Therapie, ja, die Schmerzen anzugehen oder im Leistungssport die Leistung zu verbessern. Also ein Kongress sollte eigentlich immer eben so eine Plattform für Austausch sein, nur ist es eben selten der Fall und an diesem Kongress ist das in vorbildlicher Weise der Fall. Also gute Referenten, einfach gute Atmosphäre, also anders wie so im Durchschnittskongress. Die Themen, die, ja, vielleicht würde ich sagen, ist es das, oder? Also es wird nicht auf ein Thema reduziert und dann hört man praktisch 20 Vorträge zum gleichen Thema, sondern es ist wirklich ein breites Spektrum von Themen, die sich untereinander perfekt ergänzen. So, also man könnte sagen, es ist ein ganzheitlicher, aber eben ein hochwissenschaftlicher Kongress. Und die Kombination ist selten und höchstwahrscheinlich einmalig. Weil das sind halt kleine Kerne, oder, wo immer Neues entsteht. Das Neue kommt nie aus den etablierten Kreisen. Ja, und es braucht Zeit, bis die Saat aufgeht. Aber wenn sie aufgeht, ja, dann das berühmte Zitat, es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich glaube, die Medizin der Menschlichkeit, ja, die Zeit ist gekommen.